Und ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Aeon. Hallöchen. Ich wollte gerade sagen, das wäre dann normalerweise eigentlich der Augenblick, wo du jetzt auch was sagen musst. Tut mir leid. So. Heute geht's dann auf in die erstmal letzte Instanz der neuen, ja, Welt hier quasi, kann man sagen. Und auch wenn das Let's Play jetzt quasi, ich muss ja bereit drücken, ne? Jupp. Ah. Jetzt musst du nur warten und dann kommt gleich, öffnen sich wieder ein Fenster und auf Betreten drücken. Rekrutierungsliste wurde, hier betreten, okay. Gott, ist das kompliziert. Aber so haben wir dann im zusammen, so hast du wenigstens einen Healer. Ja, das brauche ich hier nicht. Warte, bewege ich mal kurz bitte. Danke, jetzt muss ich mal gucken. Einmal so. Und so. Odin, ja, ich glaube, da war ich auch mal. So. Lass mal beten, hier ist ein Altar. Leute, kommt das raus? Mhm. Ja. Na dann, ich gebe zu, ich habe noch nie in meinem Leben auch nur ansatzweise so etwas wie Rentos-Basis gemacht. Die sonst ist vollkommen neu für mich. Wacht über euch. Also ich kann gerne erklären. Also wir laufen jetzt erstmal vor, du hast eh alle Mobs anziehen, deswegen klatsch ich so gut wie. Also so umgefallen. Alle? Warte mal kurz. So, die sind nicht mal OP. So. Ja, wie ihr hier wahrscheinlich sehen könnt, das Let's Play Together, das hat sich jetzt wieder leicht verändert. Ist quasi genauso tot wie vor ein oder zwei Jahren. Keine Ahnung, wann es tot war. Bloß mit dem Unterschied, dass wir jetzt nicht wieder aufhören und eine ein- oder zweijährige Pause einlegen. Yep. Nee, jetzt ziehen wir es bis zum Ende durch, auch wenn es nur noch ich und Stormy sind. Genau. So. Heißt es denn jetzt quasi so, was ist denn jetzt hier passiert? Was denn? So. Moment, mal den hier schnell weg. So. Ja gut, dass das alle keine Elite sind und. Kommst du mit? Oder? Okay, durch. So, stopp. Achso, freies Plündern, wir haben mal Flash angebracht. Okay. Was? Hier ist ein Burger in dem coolen Haus. Hier ist ein Hühnchen. Hühnchen! Ne? Hühnchen! Okay, der eiskalt die armen Hühnchen. So, als nächstes wäre dann theoretisch gesehen, wenn man zu 6 sind, wer jetzt hier ein Drache, der jetzt kommen würde. Toll. Wieso ist er denn jetzt nicht da? Ja, wie gesagt, wir müssen uns theoretisch Kanone setzen und den Drachen dann beschießen. Der da oben, der große Drache, der da jetzt kommt. Wo ist er? Genau über dir, in der Mitte. Drück mal Tab. Ah lol! Na dann, Attacke! Den müsstest du theoretisch beschießen und mindestens zur Hälfte runterkriegen. Wenn du das geschafft hast, dann wäre der einfacher. Wieso kann ich ihn nicht beschießen? Achso, ja. Eins. Nee, das war falsch. Toll. Aber egal, komm mit. Ja, warte, ich will den Drachen noch beschießen. Ja, den Drachen kommt er jetzt. So, wir müssten ihn jetzt theoretisch zur Hälfte besiegen. Du musst jetzt raus, wir müssen jetzt weiter. Ne, wo ist denn der jetzt?
Gegen den müssen wir jetzt kämpfen. Ja, aber ich dachte, ich muss ihn beschießen. Ja, das musst du aber zu 6 machen. Du musst mindestens zur Hälfte runterkriegen. Ja, das kann ich ja immer noch machen. Nee, der ist jetzt weg. Du hast eine, gewisse Zeitbegrenzung, den auf zur Hälfte runterzuschießen. Scheiße, scheiße. Weil jetzt, wenn du den zur Hälfte runtergeschossen hast, ist er einfacher zu besiegen. Jetzt ist er halt extrem schwer zu besiegen. In deinem Level. Aber du kannst immer versuchen, alleine gegen ihn anzutreten. Dann weißt du ungefähr, was wie stark der jetzt ist. Lass mal hier das machen. Das kann man auch noch machen. Das kann man auch noch machen. Ich noch was. Ja, kann man das auch noch machen. Und los. Viel Spaß. Och, geht doch. Ist gar nicht so schwer. Das ist ein Special nicht mehr. Das geht doch alles. Vielleicht bin ich auch einfach nicht zu stark geworden. Wahrscheinlich. Das wäre nämlich noch anders angekommen. Es geht nämlich, dass der nächste Kampf. Ja, was willst du denn hier? Hör doch auf! So. Das war jetzt, wäre jetzt der Drache gewesen, jetzt gehen wir weiter. Ach so, scheiße. Mentoreinstellung geht nicht. Oh, jetzt raus. So. So. Hab auch mitgekämpft. Hier ist eine Ziege! Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. So. So. Okay, stand ja, gut. Die werde ich. Die können mich mal, braucht man ja jetzt nicht. Die brauchen wir jetzt erstmal alle nicht. Ja, dann müssen wir auch nicht runter. Müssen hier hin? Genau. Als nächstes kommen jetzt die nächsten zwei Bosse. Die zwei. Sollten auch easy legbar sein. Ja, die zwei müssen wir besiegen, um weiterzukommen. Das haben Bosse meistens so an sich. So. Ja, jetzt vom. Das ist das falsche Ziel. Da haut die eiskalt ab. So. Naja. So. Jetzt können wir weitergehen. Wenn der Standbild nicht immer da sein würde. Und yo, bezüglich des Let's Plays, wir beide, also ich und Stormy, weil Moiro, Moon und gab's da noch jemanden? Nee, glaub nicht. Na, bei Lissy ist es anders, also bei Moiro und Moon liegt's, wobei doch auch, ja, weil eigentlich alle drei wegen den Updates so langsam keine Lust mehr auf dieses Let's Play haben. Obwohl das erste Spannende wirklich erst ab Level 80 anfängt, was sie nicht wissen. Na gut, ich kann's. Ich kann's verstehen. Also ich das auch, Update, klar. Das hat das Game schon ziemlich hart zerstört. Da ist gerade was umgefallen. Komm, nach links. Was willst du denn jetzt hier? Ja, aber was hier. Warte mal. Hier können wir ja was machen. Nein, kannst du nicht. Also doch kannst du, aber kommst nicht durch. Oh, so ein Scheiß. Wir müssen jetzt hier außen rum. Ja, ne? Und deswegen werden ich und Stormy jetzt das Game noch so gut es geht beenden. Das stimmt. Und danach geht's dann endlich nach keine Ahnung wie langer Zeit mit Drift weiter. Also nach, also wenn er dann länger durch hat, wenn er Level 75 ist, geht's dann weiter nach
Warte, jetzt habe ich die Stadt vergessen. Warte. Das geht dann nach. Was ich mich jetzt nur leicht frage, ist, dass ich eigentlich anfangs dachte, dass Moiro keinen Bock mehr auf das Let's Play hat. Hm. Tja. Da verstehe ich jetzt nicht, was er hier macht. Moiro ist online? Ja, guck mal, da steht er doch. Hä? Wo? Direkt vor dir. Trakan. Was? Trakan? Hä, wo steht er? Nee, anderes vor dir. Ach so, da. Ach so. Bei denen kommst du mal bitte mit, dann musst du bitte mitkommen zu mir. Bei denen kannst du nicht einfach so klatschen. Wird ich hinbekommen. Einfach hier hinstellen, einfach hier bleiben. Bei dem Boss ist es jetzt so. Ich kann ihn mal locken. Bei denen kann ich jetzt nicht so, ich mache den kein Damage, nicht, auch wenn ich 80 bin. Nicht bezwingen. Du musst den so lange locken. Jetzt gebe ich euch den Rest, du. Nee, du darfst ihn nicht angreifen, weil wirst du gleich sehen. Der macht erstens Damage. Hab ich mir noch nicht gemerkt. Ja, aber warte. Jetzt gebe ich euch den Rest, du. Dann kommen nämlich hier Fässer. Wo ist es fast? Da. Hier sind die Fässer. Muss ich ihn hier hinlocken. Und jetzt kommt da so ein klipperiger Schleim raus. Er hängt jetzt fest. Und jetzt kommen die Bomben und jetzt machen die den Rest. Und das war's mit ihnen. Ist ja schon ein ziemlich langweiliger Bosskampf. Achso, der lebt noch. Okay, dann mach ich den Rest. So. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Jetzt ist die Kiste da. So. Toll. So, jetzt kommst du mit hier drauf. Mal die Kiste hat mir ein Item gegeben. So. Da bist du. Was soll das denn? Nächsten. So. Jetzt geht's weiter. Und davon ist der nächste. Davon ist auch der Zwischenboss. Also ist das der Zwischenboss? Ja. Also das ist der. Und danach kommt der Endboss. Oh, warte mal. Ich warte. Wir haben ja sowieso Zeit. Genau. Okay, nee, kann man nicht machen. Hätte ja sein können. Kann man wenigstens sehen. Gut, dann auf zum Endboss. Die Alten, da will ja auch noch was machen. So. Und ich werde auch derzeit ein bisschen weiter, besagt, meine Ausrüstung verbessern. Um dann mit dir, wenn du Level 80 bist, dann die ganzen anderen Inis zu machen. Naja, sowieso. Dann, wir müssen ja hier ja, sowieso genau. Alle Inis machen. Genau, aber um die nächste Ini zu machen, musst du komplettes Gartenge sammeln, was ich jetzt habe. Bis auf die Brust, aber meine andere Charakter habe ich die schon. Muss auf plus 10 mindestens sein. Dann musst du danach dein komplettes Gear auf Legendär haben, bis du die nächste Ini machen kannst. Und ja, dann musst du halt Ultimate Gear haben. Und weiter, dann war's das mit der Ini. Euer Ziel ist verschwunden. Scheiße. So, der Endboss ist hier drin. Da kann ich nicht mal angreifen, den Typen. Was ein Rotz. Hm. Ja gut. Jo. Das müssen und das wäre gut, ist natürlich jetzt auch ein Unterschied, denn ich meine, ich bin geil. Ich würde das sicherlich auch hinbekommen ohne die ganzen Gears. So, das glaube ich nicht. Warte. Bei dem Boss ist es. Bei dem ist es so. Normalerweise hat er zwei Phasen. Ja, er hat eine Phase. In einer Phase, dann siehst du dann hier theoretisch dann rote und blaue Ringe. Du darfst nicht da drin stehen, sonst bist du instant down.
Und er würde sich dann aufteilen in Blau und in Rot. Ich glaube, Rot war magische Klasse. Können nur magische Klassen besiegen. Ne, Blau war magische Klassen. Können nur magische Klassen halt besiegen. Und das andere halt physische. Und ja, sonst kannst du denen eigentlich keinen Schaden machen, aber sonst. Na dann, Leroy Jenkins und so. Willst du ihn erstmal alleine versuchen? Quatschen? Krieg ich easy hin. Versuch's mal durch zu heilen. Okay. Kannst du wieder aufstehen? Du hast eine Fähigkeit. Haben wir bekommen. Okay. Natürlich geht der Weg nicht. Genau die Quote meine ich. Ach, du bist schon wieder tot, hat er. Hm. Wir haben Vashanti besiegt! Das ist ein bisschen blöd. Die Worte sind wieder unser. Wir kümmern uns um den Rest dieses Abschaums. Kehrt zur Festung zurück und überbringt die Nachricht über unseren Sieg. So, und das wollte ich dann tun. Ja gut, hab schon besseres gesehen, aber ja, kann man machen. Ja, wie gesagt, du hast jetzt mich als 80er Healer dabei, der ein okayes Gear hat. Deswegen ist es extrem leicht, aber sonst, wenn du zu, dann musst du, wenn schon zu 6 rein, da ist es schon ein bisschen kniffliger. Ja gut, ich sag mal so, Stahlhage ist auch ziemlich leicht und trotzdem ist eine geile Eni. Ja. Das hier, das Ding mit den Drachen, das war schon ganz cool, wenn es funktioniert hätte. Ja, es hätte funktioniert, du hättest einfach nur mit Tab einfach schnell anvisieren müssen und den ganzen schießen müssen. Ah ja, oder war das jetzt eine etwas kürzere Folge als eigentlich geplant, nehme ich an. Aber das war die Rentus-Basis, direkt hier im Valkur-Lager. Vielleicht vielleicht können wir in der Folge vielleicht noch eine andere Indie noch machen, die noch funktioniert. Oder wir können vielleicht noch ein paar Questen machen. Dann ja, die Question, die kommt dann nächste Folge. Weil ich muss ja sowieso hier noch in. Dann switch ich um, dann können wir ein bisschen Quests machen. Die ganzen Quests machen. Ja, dann switch mal um, bis du Level 66 bist, dann kannst du eine E-Mail. LOL? Was denn? Da. Es gibt keine Abis mehr? Nein, schon lange nicht mehr. Oh lol, haben sie das auch noch weggemacht? Ja, wundertoll. Na dann, euch ein Zuckersüßtüte. Lühü und ciao, XD. Tschüss.